Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted, Drakes Schicksal. Stellendeckung, hier ist gleich meine Ecke einer. So. Los geht's. Na komm schon! Triff! Oh, ich habe eine Schrotflinte. Sind überall. Lass sie nicht durch! Ich hab keinen. Das war ein Kopfschuss. Okay. Na komm schon, ich will da durch. Da ist er. Oh Mann. Wo ist der? Wo ist der Gegner? So, bisschen Muni. Na, wo komme ich hier hin? Hier hoch. Das ist vollkommen inakzeptabel. Was erwarten Sie von mir, Roman? Meine Leute sterben wie die Fliegen. Ich kann nur schwer glauben, dass ein Mann ihre ganze Besatzung auslöscht. Oh, es ist nicht nur Drake! Verdammt! Ich sage Ihnen, diese Insel ist verflucht! Genug. Nehmen Sie Ihr Piratenpack und gehen Sie. Nein, Sie werden mich nicht los. Sie schulden mir meinen Anteil! Ihr Anteil, Eddie, hing davon ab, dass Sie meine Befehle befolgen. Sie sagten, Drake sei gefangen und die Insel sicher. Oh, das ist Blödsinn, Roman. Und das wissen Sie! Wir sind fertig, Mr. Roger. Ja, genau. Genau auf den Kopf. Tai Kamu! Mattia Dallo! Sialan! Warum haben Sie nochmal diesen abergläubischen Trottel angeheuert? Sie wollten jemand Billiges. Tja, man kriegt, was man bezahlt, nicht wahr? Und was ist mit dir, Navarro? Bist du das Geld wert, was ich zahle? Das Lager ist hier. Ich bin sicher. Wenn Sullivan die Wahrheit sagt... Was er nie tut. Aber er weiß, dass wir ihn töten, wenn er lügt. Blödsinn. Er weiß, dass wir ihn töten, wenn wir den Schatz finden. Also warum sollte er die Wahrheit sagen? Wirklich, Navarro. Dein Verstand scheint noch in dem Slum zu sein, aus dem du gekrochen bist. Ich brauche nur etwas Zeit. Die Jagd nach deinem Schatz erweist sich als schwieriger, als er wert sein dürfte. Ich sage Ihnen doch, Eldorado ist mehr wert, als Sie sich jemals vorstellen können. Das will ich hoffen. Mhm. Mehr wert, als es aussehen dürfte, weiß der mehr. Wir waren genau unter ihm. Jetzt ist die Frage, wo komme ich hier jetzt lang? So, das Tor ist zu. Dem Schatz auf der Spur.
Da hinten ist Navarro und Roman. Da will ich jetzt nicht hin. Gucke mir nur mich nur ein bisschen um, ob ich hier vielleicht einen Schatz übersehen hatte. Weil so viele Schätze sind nicht mehr übrig. So, jetzt lass es mal wieder ein bisschen klettern. Ach ja, das war ein bisschen schwierigerer Sprung. Ich erinnere mich. Hat geklappt. Der Sprung war eigentlich nur so schwierig, wenn man auf der falschen Höhe abgesprungen ist. Hier hoch. Ich frage mich, ob hier um die Ecke vielleicht noch was ist. Aber man kann da anscheinend gar nicht um die Ecke. Nein, da lagen. Nein, da lagen. Au! Verdammt! Haben die mich überrascht? Schatz. Au. In Ordnung. Ja, ein bisschen Leben regenerieren. Müsste ein bisschen näher kommen. Einer ist weg. Au! Was sollte das denn? So, der ist weg. Nate, hörst du mich? Ja. Sully, ich drehe mich hier im Kreis. Die Kleine und ich haben hier unten ein bisschen gelesen. Offenbar gibt es oben in der Kirche eine Art geheime Empore. Kannst du da hin? Glaub schon, ja. In Ordnung, gib uns Bescheid, wenn du etwas findest. So, die M4 ist jetzt, glaube ich, ein bisschen besser. Auf Reichweite. Ich glaube, dieses Geheimnis habe ich schon gekriegt. Jetzt da lang. Hier unten ist nichts versteckt. Gut, dann ist es hier unten nichts Wichtiges. Dann kann ich hier einfach mal weiter. Die sehen sehr brüchig aus. Auf nach oben.
Au! So. Hab ihn im Visier. Wie gefällt dir das, du Held? So, weg mit dir. Deine Schrotflinte kannst du dir sparen. Also hier kamen die raus. Oh, hi. Das muss es sein. Aha. So, jetzt erstmal quer durch die ganze Kathedrale. Natürlich, ich muss alles zusammenbrechen. Alles. Ja, na, da lang. Da lang. Zum Kronleuchter. Jetzt da lang. So, dass ich hier ranspringen kann. So. Was war das denn? Was war das denn? Und natürlich muss es hier wieder anfangen. Drake, du sollst springen! Was ist daran schwer zu verstehen? Oh. Oh, nein. Ja, geht doch! Ich gehe erstmal den linken Weg. Ja, geht doch! So, jetzt wieder zurück. Ja, geht doch! Da lagen. Nur noch den zweiten Hebel muss betätigt werden. Hallöchen. Da öffnet sich ja mein weiterer Weg.
Ah, sieh mal an. Sieh mal an. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, Sully. Ich höre. Diese falsche Fährte, mit der du Roman und Navarro loswerden wolltest. Ja? Tja, sie sitzen jetzt genau auf dem Schatzlager. Ja, so ein verdammtes Pech. Gut, wir müssen sie irgendwie weglocken. Mach ich nicht. Einmal weglocken, kommt sofort. Und Sully? Ja? Wenn sie weg sind, komm ins Mausoleum. Aber geh durch die Katakomben, das ist sicherer. Geht klar. Jetzt muss ich nur an den Typen vorbei, ohne dass die mich sehen. Ja, ohne dass sie dich sehen, das wird ihm doch kaum passieren. Du bist kein Stealth-Experte. Sullivan ist entkommen! Ausschwärmen! Sucht ihn! Oh, Sniper! Da drüben. Oh verdammt! Sie haben mich jetzt schon gesehen. In Ordnung. Au! Wo ist der Typ? Schlechter Scherz. Da war er. Oder doch nicht. Ich sehe ihn. Da. Da. Genau, komm um die Ecke. Das ist das Schwierige hier. So, der ist weg. Wo ist der Sniper? Wo ist er? Da ist er. Das können nicht alle gewesen sein. Wo sind sie alle? Das war ein Kopfschuss. Und ich glaube, das waren auch alle.
Haben hier alle Schrotflinten? Waffen, die ich jetzt nicht so richtig gebrauchen kann. Kann ich da nicht rauf? Hey. Hey. Ich wusste, dass du schaffst. Und was jetzt? Ich weiß nicht. Das überlege ich mir noch. Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Oh ja. Moment mal. Es hat etwas mit diesen Symbolen zu tun. Ja, mit den Symbolen. Ich glaube, das hier ist falsch. Oh Mann, Roman und Navarro haben hier wirklich Chaos angerichtet. Ich glaube, wir sind im Geschäft. Ja. Vorsicht! Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Vielleicht eine Sackgasse. Warte. Es sieht aus, als könnte es hier weitergehen. Oh oh. Oh Mist. Was ist das denn? Sally, los, raus da. Was? Das ist eine Falle! Das war knapp! Sullivan, alles okay? Sally! Ja, ja, bestens. Alles noch dran. Unkraut vergeht nicht. Na dann, geh besser in die Bibliothek. Wir müssen irgendwie anders hier rausfinden. Jetzt geht es nur noch nach vorne. Ja. Ja, aber bevor es hier weiter nach vorne geht, mache ich hier jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.